Hi Leute, hier ist euer Shuten Doji. Ich habe mich doch entschlossen, ein Beyblade Review zu machen von meinem Ultimate Gravity Destroyer Stamina. Da ich mir den vor ein paar Tagen bei Real für 10 Euro erworben habe, was ich auch richtig cool finde, da die sonst immer diese Standardteile haben, wie Flame Bixes und Co. Ich habe mir noch weiter erworben den Ultimate El Drago Absolt, Entschuldigung. Und wenn ihr von denen auch noch eine Review sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Aber jetzt habe ich mich mal für den Gravity entschieden. Das Facebolt ist so gelb transparent gehalten. Ja. Also Standard drauf ist halt der Destroyer, der auf jeden Gravity Destroyer drauf ist. Und ja. Hier ist das Fusion Wheel Gravity, auch Destroyer, Entschuldigung. Auch, wie alle anderen, sehen auch alle fast gleich aus, bloß bei denen muss ich sagen, ich habe ja auch den Attack. Bei dem muss man sagen, bei den Attack sind die Abbuchtungen, Flügel, wie man es nimmt, sind ein bisschen extrem kürzer und die haben dieses Loch nicht, wo man diesen Punkt drauf sieht. Da auch so in ein, der ist halt in so einen dunkel blauen Ton gehalten. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, von den ganzen drei oder vier, ich glaube, es gibt sogar vier Typen, also vier Gravities, ist das, finde ich, in meinen Augen der schönste Energiering. Weil das Gelb gefällt mir hier, das passt richtig gut zur Farbe, zu diesem Dunkelblau. So, jetzt weiter zum Standard eines Gravity Destroyer, der ist Fusion Regravity. Hier bloß halt in Silber gehalten. Die Aufkleber sind hier rot. Beim Attack sind die, glaube ich, ja auch dieses Hellblau, dieses Babyblau. Hier sind sie halt rot und wenn man halt jetzt da dieses, falsches angebaut. So, wenn man jetzt halt auch das Energiering mit dem Fusion Wheel verbindet, sieht man ja, jetzt kann man es nicht sehen, aber hier ist halt dieser rote Punkt. Darum auch dieses Loch. Ja, wie gesagt, Standard halt hier bloß in Gold gehalten. So, Gelb-Gold. Kommen wir weiter zum Spintrack, den GB145. Den man auch bei Virgo kennt. Und ich glaube, bei noch zwei Beyblades oder drei Beyblades sieht man das Ding. Ihr könnt halt schreiben, wo man ihn noch sieht. Und dieses Gelb ist in diesem Gelb gehalten. Und für einen Ausdauertyp finde ich nicht wegzulassen, weil wegen dem Kugellager das halt nochmal extra Ausdauer gibt, weil die Kugeln ja sich beim Dreh nach außen tun und dann halt da diese Gravitation bisschen aufrecht halten. Ja, also auch einer meiner Lieblings-Spin-Tracks, finde ich. Und ja, ich glaube, bei Thunder Leon ist das Ding auch noch vertreten. So, dann zum Performance-Tipp, der Spike, halt auch üblich für einen Austauschtyp, da der alles halt nur auf dieser kleinen Spitze ist und nicht wie bei der Flat alles auf einer großen Fläche ist, hat es na klar halt dieses Ausdauertypes halt eher so auf diese kleine Spitze hier vorne verlagert und halt auch in diesem transparent gelben gehalten, was ich auch relativ schön finde. So, jetzt baue ich den auch mal zusammen kurz. Ich glaube, ich nehme mal da, wo da die Löcher in den roten Punkten sind. Und ja. Also wie gesagt, wenn ihr halt den anderen, also den El Drago auch noch sehen wollt, dann schreibt mir einen Kommi. Dann versuche ich jetzt die Tage auch eine Review darüber zu machen. Und Wunschkämpfe einfach unten reinschreiben und ich versuche die zu erfüllen. Also, ihr müsst halt meine vorigen Beyblades Videos sehen, es sind halt welche paar auch dazugekommen. Ich denke mal, ich mache jetzt die Tage auch noch ein
eine Übersicht meiner Beyblade, wobei ich, jetzt möchte das Ding da nicht ran, wobei ich sagen muss, dass ich zwei Beyblades leider, also das ist ein Beyblade, mein Pegasus, also mein Galaxy Pegasus, leider halt da das Spintrack kaputt ist, kann der leider nicht antreten, da ich keine Ride Rubber Flat mehr habe, werden halt auch leider keine, habe ich keine Ride Rubber Flat. Und mein Rock Arius, glaube ich, müsste das sein. Den suche ich gerade irgendwie noch, da der leider verschwunden ist. Ich komme nochmal auf mein Abo-Special zurück. Ich möchte zwischen 20 und 25 Abo-Special machen. Wie gesagt, ich habe jetzt 18 Leute, also zwei fehlen noch. Wie gesagt, wäre schön, wenn ihr halt abonniert, kommentiert, Daumen runter, Daumen hoch, ist mir egal. Ich nehme beides als positive Kritik an, weil ihr habt das Video immerhin gesehen. Oder zumindest auf meinen Kanal gegangen. Und, also auf mein Video. Und, ja, was noch? Wie gesagt, mein Video werde ich auch das 20 zwischen 25 Abo Special Video nennen. Es ist was Großes geplant, werde ich euch sagen. Also das Video geht länger als jetzt diese 6 Minuten, die ich hier aufnehme. Das Video, denke ich mal, werde ich morgen hochladen. Morgen hochladen, dann ist es halt auch morgen drauf. Das andere, das Yugi-Video, werde ich, denke ich mal, heute Abend noch hochladen. So dass es dann halt auch heute Nacht spätestens morgen früh halt drauf ist. Und ja, also ich ziehe jetzt dieses Video auch nicht in die Länge, weil sonst dauert das wieder Stunden und bla bla bli. Weil ich nicht rendere, weil ich auch kein Renderungsprogramm habe, aber egal. Naja, okay, ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, abonniert, kommentiert, wenn ihr kein Abo dagelassen habt. Und besucht mal das Forum board.spielpirat.de. Da könnt ihr halt auch über Beyblade labern, über verschiedene Sachen. Der Pirat, der macht jetzt auch sogar Let's Plays, also Let's Plays LOL und Let's Play Minecraft. Und wir würden uns freuen, wenn ihr halt auch mal auf dem Forum guckt und auch die Videos von ihm guckt. Den Link werde ich unten in den Kommentar unten reintun. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine gute Nacht. Und wir hören uns spätestens, wenn das große Unboxing-Abo-Special vor der Haustür steht. Dann würde ich sagen, reingehauen, wiedergeschaut.